Moin, ihr Gamer! Moin! Erstmal kein Räuspern. Herzlich willkommen zurück im Hardzock-Café bei den Durchschnittsgamern und bei Dead Space 3. Ich bin Olli von den Durchschnittsgamern. Und ich bin Jonas. Von den Gamer-Durchschnitt. Auch von den Durchschnittsgamern. Vom Gamer-Durchschnitt. Ja. Wir sind hier stehen geblieben in einem Raum, der uns nicht weiter irgendwie Bedeutung für uns, dem wir nicht weiter, keine weitere Bedeutung beimessen. Diesen Koffer würde ich gerne aufheben und wegwerfen, aber der ist vor allem so mit so einem schönen Gürtel hier noch. Ja, es geht immer noch nicht, ne? Die Chinese geht immer noch nicht. Nee. Multiplayer richtig. Genau, und wir müssen hier mal wieder wegfahren. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir hinfahren können, wo wir hinfahren sollen. Also er will uns wahrscheinlich... Ach guck, da ist doch der Pfeil, mein Gott. Ja, gehen wir noch zum Waffenarsenal, würde ich fast sagen, oder? Ja, da wo wir herkommen am besten. Ja. So, ich habe ein bisschen getrunken, du fährst deswegen mal wieder. Ja, ich bin völlig nüchtern, wie immer. Mhm. Finger weg vom Alkohol. Ist am Steuer, ui! Oha, du bist aber doch nicht ganz nüchtern da. So wackelt alles ein bisschen. Wird ein bisschen schlecht auch. Ja. Ja, ich spiele jetzt auch ohne Brille mal, weil der Bügel meine Ohren kaputt macht. Und ich gucke Isaac so hinten gegen den Schädel. Das sieht echt ganz, dieser Helm sieht so echt ganz witzig aus, finde ich. Ja, stell mal vor, du wirst ihn von hinten in den Schädel gucken. Ja, dann wäre es schon zu spät. Ja, ein bisschen eklig, ja. Dann hätte ich auch ein bisschen Angst, weil du, besonders weil du halt hinter mir sitzt. Okay, gehen wir hier weiter. Jawohl. Machen wir mit der Story jetzt weiter, oder? Ich denke mal, wir müssten jetzt eigentlich storymäßig, müssten wir jetzt forschen. Wir haben uns jetzt gerade stundenlang mit irgendwelchen optionalen Missionen rumgeschlagen. Ja, das ist schon die dritte in relativ kurzer Zeit, die wir machen, ne? Ja, die werden auch alle nie abgespeichert. 30.03.91 steht ja irgendwie. Warte, ich hör's hier im Kopf. Jawohl. So, hier waren wir aber auch schon. Ja, wir sollen jetzt wieder raus. Insofern tun wir ihm doch den Gefallen. Nee, nicht schon wieder basteln jetzt. Es wird nicht mehr gebastelt. Nein. Niemals. Nie wieder gebastelt. Okay, hier sind wir wieder. Gut, dann haben wir die ja erfolgreich abgeschlossen, diese Nebenmission. Und jetzt sollen wir wahrscheinlich zu dem großen Vieh zurückkommen, oder? Und dem so eine Sonde reinschießen. So eine. Warte, ich gebe dir. Die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Volksamkeit erwarten können. Textlock. Nochmal ein Textlock. In dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Ja, zu verlangen, haben den ganzen Körper gezittert. Ein Waffenarsenal, um eine Pistole und eine Kugel für jeden Soldaten zu verlangen. Okay, die wurden dann alle umgebracht. Alles klar. Was denn? Oh, ich habe einen Schrank aufgemacht, dann habe ich gleich hier wieder so ein Hirnsaugevieh auf den Kopf gekriegt. Wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Volksamkeit haben. Okay, das heißt, sie haben sich umgebracht, um was zu tun, um zu schützen, um die Kolonie zu schützen? Sieht so aus, ja. Ich verstehe das irgendwie nicht so richtig. So, hier lang. Liebe Freunde. So, liebe Freunde. Und starten wir durch mit einem Prosit der Gemütlichkeit. Ah, okay. Hier sind wir wieder. Oh. Falsche Richtung. Auch falsche Richtung. Hörst du mal auf, mir so blöd hinterher zu laufen? Ja, ich versuche ja nur, dir den Rücken zu schützen. Ja. Oh. Was ist denn mit ihm los? Ah, ein Köpfchen. Ah, ein Köpfchen. Hm, schön.
Ah, ein Stoffmensch. Warte mal. Ich sehe ja leuchten. Hörst du, wie die brutzeln auch? Hast du da gerade jemanden eine Sonne verpasst eigentlich? Nee. Aua! Alter, Verwalter, was war das denn Ekliges? Ja, das war so eine Art Selbstmordattentäter. Das Spiel ist ja auch ein bisschen politisch. Das war so ein Mutschahiden quasi. Ja, ja, genau. Hm. Was hast du gerade gesagt? Was ist das Spiel? Politisch. Ja. Na, definitiv. Moment. Hier gibt's. Ne, hier gibt's auch nichts. Manchmal möchte man ja vom Weg abkommen und eine kleine. Hier, hier liegt noch was. Altmetall. Hier liegt noch ein bisschen Altschnur. Ah. Ah, und das ist hier auch der richtige Weg, okay. Hier mal fix außen rum gelaufen. Mal gucken, ob es hier was gibt, was uns weiterhilft. Nee, hier gehen wir nur verloren, ne? Nee, hier gehen wir nur verloren, glaube ich, ehrlich gesagt. Das ist das mal wieder rückgängig machen. Die Entscheidung war schlecht. Ja, kannst du dir vorstellen, dass andere Leute mit der Zahl an Videos, die wir jetzt haben, schon lange fertig sind mit dem Spiel? Ja. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie merkwürdig. Weil ich meine, wir nehmen uns Zeit und gucken uns die Sachen auch mal an und reden darüber. Aber irgendwie finde ich so. Ich meine, als wir angefangen haben, wurde uns angezeigt, wir hätten 43%. Oh, ich hab Zeit, mich Moment. Hier umzuschlagen. Hm. Hat Schiffe. Wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Was hat er denn schon wieder? Er dreht ja völlig am Rad. Hast du den Funkspruch mitgekriegt gerade? Mhm. Nee, also uns wurde am Anfang gezeigt, wir hätten 43% des Spiels und ich weiß nicht, dass wir wirklich halb so schnell spielen. Da habe ich das Gefühl, dass manche Leute. Oh, was ist denn da los? Ich habe das Gefühl, dass da gleich was durchkommt. Ja. Aber es ist. Ach so, es ist nur ein Zelt, ne? Mhm. Na gut, das kann sich natürlich ein bisschen im Wind bewegen. Dass manche Leute bestimmt gar nicht so richtig stehen bleiben und sich mal angucken, wieso das. Level-Design gemacht ist und so. Die rennen halt durch, ne? Ja. Das finde ich schon ein bisschen schade dann. So, wo rennst du schon wieder hin? Ist da irgendwas? Ich guck mich um. Ist da irgendwas Sinnvolles? Nee, ja, da kommt hier oben ist eine Tür. Ja, da waren wir schon 1000 Mal. Richtig, kommen wir auch da raus. Waren wir schon 1000 Mal. Diese ganzen Riesenbiester, die hier überall eingefroren sind, die finde ich so fies, so eklig. Wie viele das sind. Müssen wir wahrscheinlich alle bekämpfen am Ende. Nun gut. Mhm. So. Wo jetzt lang? Hier lang. Achso, wir müssen jetzt wieder durch die Kernbohrer-Geschichte. Oh, hallo. Kommt wieder einer. Wo denn? Da war einer von hinten. Ah, hier so ein kleines ekliges. Na, komm her. Wo bleibt er denn? Ja, der kommt nicht mehr. Nö, lebt nicht mehr. So, die ganzen Soldaten haben mir vorhin noch ein paar Kerzchen aufgestellt. Also hier im Kernbohrungsraum ist auch immer irgendwie Action, ne? Ja. Kann man sich drauf verlassen. Sieht man noch an dem ganzen Schank hier am Boden. Der brutzelt schön. Ja, die Säuregranate finde ich schon ganz cool auch, also... Säurebad.
Das Säurobad hast du worauf gesetzt? Auf den oberen oder auf den unteren? Nee, nicht auf nirgendwo, auf das Zusatzmodul. Säurebad und Flammenzeug und Elektroschock, das sind Zusatzmodule. Aha. Das untere Zusatzmodul. Mhm. Auf dem unteren hast du es, nicht auf dem oberen Zusatzmodul. Okay. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das gilt beides für beide Tools. Also sowohl für die obere als auch für die untere Spitze. Oh. Stimmt. Ja, also das zählt für die ganze Waffe. Hör mal auf, du Scheißkopf! Da schleichen hier die Köpfe durch die Gegend und... Der lässt das Krabbeln nicht sein, ne? Aber ehrlich, das ist echt das große Krabbeln. So. Jetzt ist Ruhe im Karton. So. Machen wir weiter. Übrigens hat Sony. Hey Leute, bin wieder da. Gott sei Dank. Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven verliere. So, was muss gemacht werden? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Ja. Sehr schön. Ich gehe hoch. Ist klar. Übrigens hat Sony bzw. Naughty Dog The Last of Us schon auf Juni verschoben. Also. Ah, okay. Dauert noch ein bisschen. Wir könnten theoretisch also nochmal Red Dead Redemption spielen, bevor es losgeht. Schauen wir, wie es zeitmäßig aussieht. Aber ja, doch. Ja, so lange werden wir das Space nicht mehr brauchen. So, Altmetall. Munition, immer wieder Munition. Wir sollen schon wieder hier raus. Moment. Denn hier schon wieder? Warum sind wir jetzt... Achso. Ja, mir sagt er hier lang. Ah. Ja. Bitte? Mir sagt er hier durch. Ja, mir sagt er auch da durch. Aber sind wir nicht gerade da reingelaufen? Ja. Wieso? Hä? Ich bin doch die ganze Zeit danach nach dem Ding gelaufen, oder nicht? What the... Fuck. Sagt er den ganzen Weg wieder zurück, wa? Ja, aber hallo. Also, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe meine Brotkrume nicht. Nee. Weil er uns oben zu den Harpunen will er uns wohl haben. Was Sinn ergeben würde. Naja. Oh. Klar, aber warum sind wir erst in die andere Richtung gelaufen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich da einfach. Naja, egal. Mhm. Kannst jetzt mal versuchen rauszukommen hier, ne? Ah, du bist so ein Spacken, weißt du? Kapitel 12, Autopsie, Sektionshangar. Ah, nur das. Was, wer redet da, von wegen geht sie nichts an? Ach er, das ist ja unsere Schleuse hier. Was hat er denn? So. Kannst du mich da mal durchlassen, du? Ja, komm. So. Was hast du denn, ne? Ist ein bisschen Schiss, wa? Jetzt kommt raus, dass der große, starke, böse Mann nämlich Angst vor dem großen, starken, bösen Vieh hat. So. Ich gehe jetzt mal an diese Kanone hier, an diese Harpune. Geh du doch mal an die andere. Ah, welcher... Wofür bist du gerade? Ich sehe dich nicht. Ah, da kannst du... Wo ist denn die andere? Auf der anderen Seite? Ja. Oh, so weit weg. Ergibt Sinn, ne? Oh, war ja. Ja, dann warten wir 10 Minuten. Ich stelle mir einen Cocktail. Ein Bahama Mama. So. Ja, dann.
so muss ich auch... hat er sich das Ziel selbst gesucht?